Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Minecraft Explorer. Und ja, mit diesem Sonnenaufgang begrüße ich euch. Mal schauen, wie es weitergeht hier. Ich habe ja heute die Folge hochgestellt, deswegen bezüglich des weiteren Entwicklung von Minecraft Explorer, wie es denn aufgebaut wird. Mich würde es halt interessieren. Ich habe noch jetzt keine große Resonanz bisher bekommen, weil sie auch gerade erst hochgestellt wurde. Mal schauen. Ja, ich wollte auch euch nochmal diesen Magierturm zeigen. Ja, wenn wir natürlich neu anfangen würden, würde es natürlich so sein, dass wir hier viele Bauprojekte natürlich noch offen haben. Aber ich meine, seit der Version, seitdem wir Spiele hier, das ist ja kurz nach dem Halloween-Patch erschienen, also seitdem gibt es die meisten Gegenden hier. Es hat sich so einem, so viel ist da passiert in der Zwischenzeit, also. Da kann man. Ach cool, stimmt ja. Klum. Und ich weiß nicht, das ist halt eben. Da würde man schon langsam sagen, dass man dann so einen Neubeginn macht. Weil die Version halt auch nicht mehr so aktuell ist. Und ich weiß nicht. Mich würde es dann schon. Ich habe jetzt so wirklich, wie gesagt, einige Bauprojekte, die echt noch nicht fertig sind. Es würde mich halt interessieren, auch wie ihr das weitermachen würdet. Mit meinen Bauprojekten. So, wenn es natürlich, wenn ich es behalten sollte, müsste es natürlich dann auch so sein, dass ich dann und hier auch die Karte weitermache, dass ich dann die Bauprojekte versuche ein bisschen weiterzumachen nach euren Wünschen. Klar soll auch Multiplayer dran kommen, wie auch immer, das ist ja logisch. Aber so, jetzt muss ich mal gucken, was überlegen. Ich hab's. Ja. Wir müssen es langsam mal ein bisschen verjüngen hier, den Turm. Was ich eigentlich meine, ist, dass ich den Turm verjüngen muss, dass ich arge Probleme damit haben werde. Und dass es gerade hier alles ruckelt. Ja, dass ich jetzt heute noch keine Kommentare vorlese. Das als erstes erstmal. Ich hoffe, das seid ihr nicht sauer. Da werde ich dann auf jeden Fall ab Folge 201 wieder regelmäßig machen. Es sei denn, es sind Multiplayer-Folgen. Ich verstehe, dass ihr das gerne machen, haben wollt. Manche wiederum wollen es gar nicht haben. Also das ist da teilweise ein bisschen schwer zu wissen, was ihr da wollt und was nicht. Aber, obwohl, ich werde mal hier bereithalten. Warum habe ich eigentlich so viel Stein? Was hatte ich eigentlich letzte Folge vor, damit ich so, weil ich so viel Stein hatte? Ich weiß es gar nicht mehr. Und so viel Schilder. Ach, die Schilder weiß ich noch ganz genau. Die hatte ich gehabt, weil ich vom Hotel was gemacht habe. Und ja, das Hotel ist natürlich dann dementsprechend auch toll, weil es durch den Update natürlich jetzt keine zwei Stufen mehr sein dürfen. Zwischen, also, ich muss mich nochmal fangen. Mein Gott, wie fange ich denn heute mit Stotterien ein? Man kann natürlich mit Leitern jetzt nicht mehr eine Stufe überspringen und muss jetzt jedem Schritt eine Stufe haben und deswegen habe ich da ein bisschen Probleme gehabt. Und fiel dann immer weiter runter, aber zum Glück hatte ich noch genug Ressourcen. Und deswegen habe ich jetzt die Schilder bei mir mit drin. Teilweise sind die Schilder auch runtergefallen. Aber was, um was es mich jetzt eigentlich gilt, ist es ja, wie schon erwähnt, wenn man, wenn es so ist, dass es hier alles neu gemacht wird, würde ich euch sagen, als kleinen Schmanker dafür, die das wollen, wirklich. Die Version, die wir momentan haben, ist das halb, das ist schon Slabs, ja. Die jetzt aktuelle Version oder die aktuelle Karte dann anschließend zum Download anbieten, weil ja auch so oft nachgefragt wird, ob ich das nicht zum Download machen würde. Bitte natürlich ist wie erwähnt, dass man das dann nicht als eigene Karte macht, sondern wenn man das wirklich ein Video davon hochlädt, dass mich A. Erstmal darüber informiert, dass man das benutzt gerne. Das ist, also man, jeder kann natürlich ein Video hochladen. Nur sollte man mich darüber informieren, wenn man es wirklich macht. Und dann sollte man auch eben drin schreiben, dass es vom der Ursprung von meiner Karte ist. Das wäre halt eher doch so meine Wünsche. Und dann würde ich dann, wie gesagt, auch versuchen, eine Möglichkeit zu finden, das als Download hoch zu laden, sodass ihr auch alle auf diese Karte zugreifen könnt.
Zwischenzeit hat sich die ordentlich befüllt. Haben wir auch vieles geschafft. Auch vieles in Offline-Arbeit, weil Wünsche waren, dass ich da bitte mehr offline mache. Wie ihr mitbekommen habt, ist es höchstwahrscheinlich so, dass dieses mir schwerfällt, in der letzten Zeit mehr offline zu machen. Weil einfach zeitlich das ein Problem führt. Und ja, ich weiß nicht, dann auch andere Projekte vernachlässigen müsste. An sich wird es in der nächsten Zeit irgendwie problematisch werden. Das heißt problematisch. Ich werde weiterhin Videos hochladen. Nur kann es sein, meine Nase juckt, das ist nervig. Warte mal einen kurzen Moment. Ah, wo war ich? Genau. Wegen meinen Arbeiten in nächster Zeit, dass privat dadurch ein bisschen eingeschränkt bin. Ich selbst bin eingeschränkt, sondern verhindert, wie man es so schön sagt. Auch nicht behindert. Ich will nicht, dass Leute hier mich dauernd missverstehen. Das finde ich immer witzig, wenn irgendwelche Leute Kommentare drunter schreiben und das, was ich eigentlich nicht gesagt habe, aber was sie verstanden haben wiederum. Also, ich bin dann verhindert und würde halt gerne trotzdem so viele Folgen wie nur möglich hochladen und dann wird natürlich das problematisch wegen den ganzen anderen Projekten. Genug Folgen überall hinzubekommen. Deswegen hoffe ich, dass ihr das nicht so böse anseht, wenn ich nicht mehr so viel offline schaffe. Und mehr euch aktiv das zeige. Das Projekt mit Giant Building soll natürlich dann nicht zu Ende sein. Was da alles gemacht wird, das passiert dann bei mir. Und habe ich schon wieder alle Steine verbraucht? Boah. Ey, man braucht elendig viele Steine hier. Deswegen werden wir mal gleich nochmal eine neue Spitzhacke machen. Und ja, jetzt müsste ich natürlich dann zum nächsten Portal, welches ich habe. Ach, mein Gott, das ist so weit entfernt. Ja. So. Ich lasse mich mal wieder ablenken. So, ich wollte euch sagen, mein Giant Building Projekt wird natürlich nicht zu Ende sein. Auf dieser Map, die Map wird auch nicht vergessen sein. Nur wird es dann halt eben so sein, dass ich nicht euch in den Minecraft, normalen Minecraft Explorer Folgen diese Map dann weiter zeigen werden, sondern eben die neue Map mache und ihr bekommt dann die Map als Bonus sozusagen, weil ja schon so oft nachgefragt wird. Und wie es dann eben zum Ende der Folge 200 aussteht. Und bitte versucht auch nicht dann zu nerven, wann denn endlich der Download-Link ist. Ich versuche es dann so schnell wie möglich unter einem Video als Kommentar runterzuschreiben. Aber ich bin nicht so visiert in den ganzen Upload-Möglichkeiten per Internet. Und da muss ich mich auch ein bisschen reinfuchsen und zu gucken, welche Möglichkeiten ich da anbieten kann, die euch dann auch ohne Probleme zur Verfügung stehen. Und ich dann auch nicht irgendwie rechtlich Probleme bekomme. Ist ja schon an sich mit den Let's Plays so eine kleine graue Zone und deswegen muss ich mich dann noch ein bisschen einbetten. Deswegen, so kann man wahrscheinlich auch gut erfahren, dass ich mit diesen ganzen, wie gesagt, BitTorrents und File-Sharing-Programme echt nicht auskenne und mir da auch keine Programme irgendwie illegal runterziehe. Also da bin ich überhaupt kein Freund von. Alle Spiele, die ich habe, sind original gekauft. Und dazu stehe ich. Auch wenn ich teilweise Spiele überteuert empfinde, es ist trotzdem wenigstens den Entwicklern zugute, dass die da was bekommen, wenn es ein ordentliches Spiel ist, dass sie es auch verdient haben, dass man dieses bezahlt. Das finde ich halt selbstverständlich. Ich finde es manchmal herrlich, wenn irgendwelche Leute das illegal runterladen und dann selbst dann noch rübermecken, wie scheiße dann das Spiel ist, dann sollen sie es nicht machen. Das ist dann auch ein bisschen komisch. Davon hatte ich auch ein paar Exemplare, also kannte ich ein paar Exemplare. Nee. Ich bin dann doch lieber so ein Freund dafür. Aber wie gesagt, ich finde manchmal die Preise übertrieben. So, da werden wir mal kurz in die Hölle gehen, damit wir genug Steine haben. Das ist natürlich jetzt die Folge 199. Mein Gott, erste Mal, dass ich mich mit Folgen hier auskenne.
Und ich habe mir gedacht, so bei Folge 200, auch wenn es noch nicht allzu lange her war, ich glaube Folge 148 oder so in dem Dreh rum, habe ich schon mal ein Let's Show gemacht. Und in der Zwischenzeit war ich auch im Multiplayer, ist also nicht so viel passiert dann gleichzeitig. Ach, Sonne geht auch jetzt gleich unter, ideal. Dass ich dann trotzdem hier nochmal die komplette Welt zeige, die wir ein bisschen erlebt haben, ein bisschen gebaut haben. Natürlich nicht versuche, in die äußersten Winkel zu gehen, die ich da, wo ich noch war. Aber ich trotzdem die Möglichkeit gebe, das nochmal alles zu schauen, was ich da hier alles gebaut habe. Und euch dann Wahl überlasse, ob wir hier weiterbauen oder eben eine neue Karte starten. So ein kleiner neuer Anfang mit neuen Projekten, wo ich auch ein bisschen Bock drauf habe, ehrlich gesagt. Aber das müsst ihr selber wissen. Ist auch nicht schlimm, wenn wir hier weitermachen. Und dann, ja, euch stattdessen die Karte als Download-Möglichkeiten zur Verfügung gebe. So, wir gehen wieder in den Nevermind. Denn wir müssen vorsorgen. Wir können nicht einfach so spaßenshalber denken, dass wir hier nichts mehr machen brauchen. Ihr bräucht dann schließlich auch ein paar Blocks. So. Ach, hier oben waren Pilze. Lecker. Pilzchen. Ich finde, durch dieses Texturenpack ist eigentlich auch relativ hell hier, die Nether. Man könnte natürlich auch mal die Steine hier an sich halt ziemlich hell machen, dann wäre es auch kein Problem. So wie wenn wir hier uns in der Nähe halten, dass wir auch den Weg zurückfinden. Das ist immer peinlich, wenn man da nicht. Gerade ich habe ja immer leichte Koordinationsschwierigkeiten oder Orientierungsschwierigkeiten. Koordination nicht leicht, aber nicht so sehr. Obwohl beim Ego-Shooter manchmal schon. Aber beim Jump'n'Run ist dann ein bisschen problematisch, aber schaffen wir schon. So. Wenigstens lassen die sich auch richtig fix abbauen. Das ist auch so ein Vorteil an diesen ganzen Netherrocks. Mann, das geht fix. Und jemand hat mir, ja, tut mir leid, dass ich mir den Namen nicht jetzt gemerkt habe. Aber er hat mir einen Vorschlag gemacht wegen bezüglich eines Staudamms. Finde ich eigentlich eine super Idee. Man muss dann halt die ganze andere Seite mit Sand füllen, damit das ganze stehende Wasser weg ist. Ich habe zwar schon mal gesehen, Staudamm, auch mal jemand, der so eine Mechanik reingebaut hat, dass das mit Wasser durch Schalter fließen kann oder gestoppt wird. Allerdings so eine richtige. Das fehlt mir eigentlich noch bei Minecraft, so eine Möglichkeit, dass man was öffnen kann, dann fließt Wasser durch und dann schließt man wieder und dann kommt kein Wasser durch oder dasselbe halt mit Lava und. Das fehlt eigentlich, so eine Art. Weil bei Türen und sowas alles geht es ja nicht durch. Es gibt auch Modifikationen, ich weiß, da gibt es richtige Modifikationen für, damit man ordentlich einen Staudamm bauen kann oder etwas anderes, wofür man das braucht. Kann man auch für ideal für Fallen einsetzen. Das ist jetzt so eine Art Bogfalle, wenn man das sozusagen macht, dass man diese berühmten Teertöpfe, die es früher ja gab, dass man hier kochenheißes Teer über die Gegner geschüttet hat, könnte man auch so über drinnen und Mechanik verursachen, sodass man die ganzen Zombies mit Lava zusickert und dann aber dieses wieder zumacht, wenn es nicht mehr benötigt wird. Natürlich auch ein gutes Feature. So, wir werden diese Steinaxt jetzt noch Steinhacke mal kaputt machen und dann werden wir mal wieder zurück, sonst haben wir viel zu viel Zeit hier in den Nevers mal verschwendet. Und yeah, ouch. Und dann gehen wir wieder zurück. Aber ihr habt ja gesehen, wie schnell die ganzen Steine verschwinden hier im Spiel. So, zurück geht's. Da haben wir da aufgebaut. Und wie erwähnt, würde mich interessieren, was ihr aus dem Webstream gerne macht. Ihr könnt, wie gesagt, gerne die Videos hochladen, mich aber vorher informieren über das alles und eben gerne hin, oder was ist gerne, eben dann hinschreiben, dass ihr das von mir habt. Die Karte wäre cool. Weil, wie gesagt, ich gebe euch gerne einmal alles zur Verfügung. Auch meine Musik steht euch zur Verfügung. Aber ich will halt eben, ja, dass man den Leuten, die Leute das nicht als eigenes hinstellen, wenn es dann nicht so ist. Muss man wahrscheinlich auch ein bisschen was bearbeiten immer noch. Deswegen.
Gut, dann gehen wir mal hier lang. Kommen gleich wieder zu unserem Magierturm. Ich denke, wir machen die Folge ein bisschen länger hier heute. Damit wir noch ein bisschen was schaffen und nicht dauernd was hin und her gerennen sehen. Ach, stimmt ja, es ist sehr dunkel. Nicht, dass ihr jetzt alle nichts sehen könnt. Obwohl es trotzdem ein relativ helles Texturenpaket ist. Und die Wege hier auch gut ausgeleuchtet sind. Das war für mich auch wichtig. Und dann würde es natürlich so sein, wir machen jetzt so ein bisschen was am Dom. Und dann wird in der Folge 200 nochmal alles ein bisschen gezeigt. Vom Turm aus, denke ich mal, starten wir aus, damit ich nicht nochmal kurz zurücklaufen muss, weil wir eh dahin müssen irgendwann mal. Und dann, ja, würde ich sagen, werde ich jetzt das Ergebnis abwarten, auf jeden Fall. Ob ich mich denn dazu entscheide, eine neue Welt zu machen oder die Welt hier belasse. Oh Gott, ich rede ja die ganze Zeit über das eine Thema. Nur in unterschiedlichen Wörtern formuliert. Auch nicht schlecht. Und halt, wie gesagt, die Leute, die ja nicht Minecraft schauen wollen, müssen halt wissen, ob sie sagen, lass mal mit Minecraft. Gibt vielleicht einige Leute, die sagen, das Spiel gefällt mir an sich oder die Kommentarweise gefällt von mir, aber das Spiel gefällt mir nicht. Oder. Es gibt ja auch welche, die über meine Kommentarweise rummeckern. Okay, gibt's überall. Ich bin halt kein großer Gronkh. Keine Ahnung, ob man die so als großes bezeichnen kann. Aber ich bin halt nicht so unbedingt einer, der immer komplett elanvoll dabei ist und sich spontan alles aus den Ritzen seines Körpers herausschneiden kann, seine Ideen, seine flotten Sprüche. Dafür gibt's andere Menschen. Aber manchmal habe ich ja auch so einen kleinen Kral auf den Lippen. So, dann gehen wir mal auch schnell hoch und dann schauen wir mal, was uns hier diese brennende Hütte noch alles zeigen kann. Ich wollte halt noch gerne diese eine Etage ein bisschen machen. So, ja. Dass wir die Verjüngung noch ein bisschen hinbekommen. Und jetzt komme ich natürlich nicht hoch. Ach, na gut, machen wir es so. So, und was machen wir jetzt? Das hier. Das Prozess der Verjüngung. Ich glaube, ein oder zwei. Das fällt mir schwer zu überlegen. Machen wir zwei. Das wird zwar richtig schmal dann anschließend, aber. Ja, muss halt sein. Sonst wird der Turm irgendwie zu gleichmäßig. Und das gefällt mir dann nicht. Turm soll halt, wie ein Turm aussieht, halt irgendwo auch ein bisschen schmaler werden. Und nicht so die ganze Zeit auf der gleichen Ebene bleiben. Also ist gut. Kommen wir schön zu dem Magier-Drachenturm. Den letzten Sitz dann. Also wir sind schon relativ weit hochgekommen. Das hat mich auch gewundert auf einmal. Die Schrift weiß ich, dass die ungefähr auf dem höchsten Niveau ist und wird dann halt interessant, wenn ich dann irgendwie höher geplant habe, als ich überhaupt hoch hinaus darf. Wie man es dann weitermacht. So. Genau, das schmale Ding mache ich noch. Ah. Außerdem, was mich dann interessiert noch, oder was echt interessiert, aber festgestellt habe, ab und zu mal schreiben mal welche, dass ich mehr irgendwie frei rumlaufen soll und in Höhlen und das alles. Ich weiß nicht, ob das alles so gewollt ist. Wie gesagt, Abwechslung ist die beste Medizin gegen Langeweile, das weiß ich ja. Musste ich auch lernen. Aber ob das wirklich von der Masse so am liebsten gewollt ist, das weiß ich halt nicht. Ich glaube eben nicht. Die meisten wollen halt ein bisschen mehr Baumanövern sehen, was man alles so machen kann, sich ein paar kreative Ideen holen. Und nicht unbedingt sehen, wie man vor irgendwann in einer Höhle rumgammelt. Das sehen wir wahrscheinlich auch manchmal zu langweilig, obwohl es auch interessant sein kann. Das dagegen sage ich gar nicht. Autsch. Und damit haben wir Projekt Verjüngung abgeschlossen.
Ah, mir fällt noch was ein. Ich mache noch ein bisschen hier. So. Das mache ich noch. Und ich glaube, ich lasse das auch so, dass es hier offen ist. Na, mal gucken, vielleicht mache ich das noch. Autsch. Fällt man aber enorm runter. So. Und dann war es das für heute. Wow, ein Stein. Runter. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei der neuen Folge. Und euch dann noch einen schönen Tag. Ciao.